Ja, nachhaltig ist Heimatshoppen auf jeden Fall, weil man mit allen Sinnen einkaufen kann. Man kann die Ware fühlen, man kann sie anprobieren bei einem Kleidungsstück, was man ja bei einem Internetkauf in keinem Fall machen kann. Man weiß, was man kauft. Wir haben hier noch mehrere Geschäfte mit regionalen Anbietern, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Man weiß, woher die Ware kommt, zum Beispiel der Rewe in der Marienau oder auch hier unten am Pleibergplatz, die Tomate. Das sind alles regionale Anbieter, die die Ware von den Händlern hier vor Ort beziehen. Wir haben noch zwei sehr gut funktionierende Metzgereien hier vor Ort und unser Wochenmarkt freitags wird sehr, sehr gut besucht, was ich in letzter Zeit selber sehr gut feststellen konnte, weil ich mich lange dort befunden habe und man nicht nur eine Momentaufnahme hat. Sie appellieren auch an die Bevölkerung, vor Ort einzukaufen, weil sonst irgendwann, wenn kein Geschäft mehr da ist, stirbt auch die Stadt. Oder sind Sie das anders? Ja, nein, so genau sehe ich das auch. Und wir wissen alle, dass wir gerade sehr schwierige Zeiten durchgemacht haben und immer natürlich noch ganz drin stecken. Da sind wir Geschäfte alle, jeder Einzelne für sich, auf ihren Einkauf angewiesen. Wir freuen uns über jeden Kunden und bedienen den auch, als wenn er ein König wäre. So soll es sein und so soll das auch immer bleiben. Aber das können wir ja nur mit den Menschen machen, die in unsere Geschäfte kommen. Vielen Dank.